Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen SZ-Tutorial-Video. In diesem Video möchte ich euch die Grundlagen von After Effects etwas näher bringen. Hierfür habe ich mein After Effects bereits gestartet und lege einmal ein neues Projekt an. Unter diesem Punkt kann ich bereits erstellte Projekte öffnen, aber ich erstelle jetzt einmal ein neues. Genau, jetzt haben wir schon ein neues Projekt und um überhaupt in After Effects etwas zu erstellen können, also Videos überhaupt erstellen zu können, benötigen wir eine Komposition. Diese erstelle ich, indem ich bei diesem Fenster einen Rechtsklick mache und eine neue Komposition auswähle. In dieser kann ich einen neuen Namen vergeben, zum Beispiel SZ Tutorial. Dann habe ich hier eine Vorgabe und kann die Qualität des Videos verändern. Zum Beispiel auf 4K mit 25 FPS, 4 oder 8K mit 24 FPS. Aber ich lasse jetzt mal HD mit 30 FPS. Genau, dann haben wir hier bereits alles voreingestellt. Ich kann noch die Dauer des Videos verändern, wenn ich möchte. Aber ich lasse jetzt hier mal die 30 Sekunden. Und ich kann auch noch die Hintergrundfarbe meines Videos bearbeiten. Ich nehme jetzt mal Weiß in meinem Fall und erstelle diese Komposition. Genau, hier können auch Bilder oder Videos, welche ich bereits erstellt habe, hineinziehen und kann zum Beispiel dann für diese einen neuen Ordner erstellen, welche ich nenne Videos und Bilder. Aber in diesem Tutorial möchte ich euch nur etwas die Grundlagen beibringen, aber man kann hier einen neuen Ordner zum Beispiel erstellen. Genau, ja, jetzt haben wir hier unsere Komposition ausgewählt und in dieser können wir zum Beispiel eine Farbfläche erstellen, falls wir jetzt doch eine andere Hintergrundfarbe möchten. Ich kann zum Beispiel mal hier einen schönen Blauton auswählen, drücke OK und habe nun eine blaue Fläche. Diese kann ich aber auch größer oder kleiner machen, indem ich auf diesen Punkt klicke und das Ganze etwas verschiebe. Genau, zum Beispiel so. Dann kann ich auch noch zum Beispiel einen neuen Text erstellen, indem ich auf Text gehe und zum Beispiel schreibe Hello World. Diesen Text kann ich dann auch noch verschieben, indem ich hier auf mein Auswahlwerkzeug klicke oder ich klicke einfach hierher und drücke Hoppla. Diese Ebene darf nicht ausgewählt werden und V drücke. Dann habe ich auch das Auswählwerkzeug ausgewählt automatisch. Jetzt kann ich den Text irgendwo hin verschieben, wo ich ihn möchte, oder ich kann ihn auch beispielsweise automatisch in die Mitte zentrieren, indem ich auf Ausrichten gehe und hier horizontal ausrichten anklicke und vertikal ausrichten, wäre mein Text zum Beispiel in der Mitte. Diesen Text kann ich auch nun beispielsweise einfärben, indem ich auf Zeichen gehe und beispielsweise für diesen Text die Farbe Orange auswähle. Dann habe ich hier einen Orangeton jetzt. Genau, nun kann ich auch beispielsweise für meinen Text eine Kontur erstellen, indem ich auf die zweite Farbfläche klicke und zum Beispiel die Farbe Blau auswähle und diese hier etwas größer mache, größer einstelle. Hoppla, den Text muss ich natürlich auch auswählen, also meine Textebene und diesen zum Beispiel auf 10 Pixel oder so erstelle. Hoppla, jetzt muss ich nochmal die Farbe Blau auswählen. Genau. Farblich passt das Ganze jetzt natürlich nicht so zusammen, aber wir haben jetzt eine Kontur erstellt. Und falls ich jetzt beispielsweise eine Animation möchte, wie mein Text von links nach rechts hineinkommt, kann ich das Ganze unter dem Punkt E Textelement machen. Hierfür öffne ich die untere Ebene und gehe unter dem Punkt Transformieren. Nun beispielsweise zentriere ich nochmal den Text. So.
und gehe auf 3 Sekunden vor, setze hier einen Keyframe, also dass er in 3 Sekunden etwa in der Mitte ist, und gehe auf 0 Sekunden, wo mein Text außerhalb des Bildes ist. Beispielsweise so, und dann sieht man, wie der Text hier langsam reinkommt. Das Ganze sieht dann so aus. Natürlich noch nicht so professionell, das gehört noch etwas genauer erklärt, aber wir machen hier nur kurz die Grundlagen etwas durch. Dann kann ich auch beispielsweise meine Deckkraft noch verändern, dass zum Beispiel der Text hier bei 100% ist und die Skalierung hier noch etwas größer ist, etwas so. Und hoppla, dann müssen wir natürlich die Deckkraft hier etwas runterdrehen, etwas so, und dann hier die Skalierung so, setze wieder einen Keyframe, die Skalierung mache ich hier kleiner wieder, und dann sieht das Ganze so aus. Genau. In After Effects gibt es auch verschiedene Effekte. Diese finden wir hier unter dem Punkt Effekte und Vorgaben. Genau, da gibt es zum Beispiel Effekte für eine Maske, für die Perspektive, für einen Text, also zum Beispiel Timecode. Das ist relativ cool, wenn ich diesen auf eine neue Textebene lege. Beispielsweise, was ist da drin? Hier, und außerdem, genau, hier kann ich meine Ebenen ein- und ausblenden. Das bedeutet, wenn ich hier drauf drücke, sieht man sie nicht mehr, aber sie ist noch da. Und genau, wenn ich wieder drauf klicke, wird es wieder eingeblendet. Genau, auf jeden Fall, wenn ich hier den Effekt Timecode auswähle, hoppla, habe ich da oben einen Timecode, wo ich dann beispielsweise in diesem Video jetzt da ab 0 wegziele, und das läuft dann so durch. Das Ganze gehört eigentlich auf eine Einstellungsebene, welche wir auch hier mit einem Rechtsklick neu und Einstellungsebene erstellen können. Genau. Kommt hier unser Timecode. Und diesen können wir hier nochmal größer machen. Dann können wir die Deckkraft ändern. Hier können wir verändern, wie es angezeigt werden soll. Zum Beispiel Frame-Nummern. Dann sieht das Ganze so aus. Oder Stunden, Minuten, Sekunden. Dann sieht das so aus. Dann kann ich auch noch die Textfarbe ändern, zum Beispiel auf Rot oder ähnliches. Hier kann man sich sehr damit spielen. Da kann man noch die Position verändern, dass es zum Beispiel so aussieht. Dann blende ich mir hier wieder mein Hello World an und lasse dieses auch einblenden. Genau, wenn wir jetzt so mit unserem Video zufrieden sind, können wir es auch gleich rendern. Hierfür gehen wir unter dem Punkt Komposition, wählen Vorrendern aus, dann kommt unser Video in die Renderliste, und hier können auch noch verschiedene Einstellungen getroffen werden. Zum Beispiel kann man hier die Qualität des Videos verändern oder die Auflösung oder viele andere Sachen noch. Ich lasse das hier jetzt mal so, dann kann man auch noch das Dateiformat zum Beispiel ändern, indem man unter dem Punkt Ausgabemodul Format auswählt. Und hier beispielsweise, ich in meinem Fall verwende AVI, auswählt. Und genau, dann können wir hier noch die Kanäle, Tiefe, Farben, viele andere Sachen auch einstellen. Und vor allem sehr wichtig noch der Punkt Speichern unter. Hier wähle ich zum Beispiel meinen Desktop aus, drücke auf Speichern, und wenn ich dann zufrieden bin mit den Einstellungen, klicke ich noch auf den Punkt Rendern, und das Ganze wird gerendert und kann sich dann im Nachhinein angeschaut werden.
Ich hoffe, das erste Tutorial-Video hat euch gefallen und ich konnte euch etwas die Grundlagen in After Effects näher bringen. Für weitere Videos bleibt auf dem YouTube-Kanal aktiv und folgt uns auch auf unseren Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook oder Twitter.